Balliste lieber auf den hinten, auf dem Krankenhaus, auf dem Catwalk oder zwischen Balliste und Minigun? Ach, Entschuldigung, ich dachte, du bist einer von denen. Das war wirklich versehen. Weil ich hab die nur. Ibims. Ibims. Hallo, Ibims. Scheiße. Zurück bei Night of the Dead nach unserer großen, herausfordernden Nacht 24. So, guckt gerade unten die Schäden an. Guten Tag. Ja, wir haben uns nach langer Diskussion dazu entschieden, die Nacht nicht normal zu machen, sondern tapfer unsere Schäden zu beheben und zu gucken, was alles jetzt nun geändert werden muss. Also eigentlich wart ja nicht so viel nach dem Angucken, ist uns eigentlich bewusst, dass das Hauptproblem hier oben die Schredder waren. Da ist eigentlich keiner durchgekommen, außer die, die hier an der Seite irgendwie so über den Zaun gehopst sind. Demzufolge, weil sie nicht an uns rankamen, haben sie angefangen, unten die Treppe einzuhämmern, wie wild. Und das war eigentlich dann, glaube ich, der Anfang vom Ende, als die Treppe weg war. Alter. Ja, siehst du? Geile Tag heute, wa? Boah, was für eine Erinnerung. Schick sie hoch. Na jo. Jetzt mal gucken, wo ich jetzt hin. 4, 5, 6, eben halt schon weg. Den Kreuz halt nur auf 7. Autsch. Ja, doch, das sind eine ganze Menge. Kommen noch welche? Nee. Ja, so hatte dann auf jeden Fall nochmal eine Treppe gestellt. Irgendwie zwischendurch, nachdem ich mit der Horde gelaufen bin. Aber das hat alles nicht mehr so viel gebracht. Ja, wir reparieren jetzt. Ich gehe mit euch jetzt mal hier oben alles ab. Schauen wir uns nochmal an. Hier, also hier ist ja nicht viel passiert hier oben. Das war ja das Problem. Die Treppe haben wir schon wieder neu hingestellt. Da kommt schon wieder Besuch. Mann, ja, die Treppe ist immer so ein bisschen der Schwachpunkt hier. Immer auf dieser Etage, warum auch immer. Die Treppe hier ist doch noch nie kaputt gewesen. Nee, aber die hatte immer sehr viel Schaden gekriegt und die komischen Stückfallen hier auch. Naja, bei dir Komisch. Ist ja sehr viel Schaden immer schon 80% nur noch. Nein, nein, nein. Doch, doch. Ja, hier geht's eigentlich. Fehlen hier auch Schredder, ja, ne? Ja, klar. Inner ist direkt weg, ja. So, hier außenrum haben sie auch alles. Eigentlich, also das war, glaube ich, auch der große fast in alleiniger Action. Ja, und hier drin ist jetzt eigentlich so. Am Ende das Größte passiert. Die Kisten stehen bis auf eine. Da war jetzt nicht so viel Dramatisches drin. Ansonsten stehen die noch alle. Der Kochtisch, der, ich glaube, das ist der Maschinentisch oder so, ne? Der eine oder Mechanik, irgendwas, der fehlt. Der Elektrotisch steht Gott sei Dank noch. Hier der. Ansonsten, achso, und der Forschungstisch natürlich. Aber gut, das ist jetzt nicht so dramatisch, dass wir wirklich hätten nochmal die Nacht machen müssen. Wäre einfacher gewesen, natürlich. Aber, ja. Nee, scheiß da drauf. Wir stellen das alles wieder hin und dann. Oh, wir machen das so, wie jeder andere eigentlich auch macht. Munter putzen, nochmal neu machen. Dann habt ihr eben in zwei nicht so interessante Folgen dabei. Wenn wir mal ein bisschen reparieren, die Sachen neu stellen. Die Feder so ein bisschen ausbügeln, aber die Nacht war schon geil, ey. Ich hab echt geschwitzt. Das stimmt. Aber ich wollte die unbedingt schaffen. Ich wollte die Nacht unbedingt schaffen. Und dann sehen, was so rundherum passiert, also was passiert ist. Ja, also eigentlich hält sich das ja noch in Grenzen. Ich hab's mir viel schlimmer vorgestellt. Oben die scheiß Schredder wegnehmen. Die sind Schlüsselpunkt gewesen. Dann kommen da oben, also auf jeden Fall noch mindestens zwei Ballisten dazu. Und schon hat sich die Sache. Denke mal, das sollte denn auch vernünftig laufen. Ballistenbolzen können wir immer machen. Denk mal zu jeder Nacht. Irgendwie überrascht das Spiel uns immer noch jede Nacht. Ja, aber das sind meistens Sachen, die, also das war jetzt definitiv unser Fehler, aber meistens sind so Sachen so eine Verkettung aus Zufällen, die dann passiert, aber die Schredder haben wir verbockt. Ja, ja. Obwohl, ich hab das ja gesehen in der Folge, Ena ist durchgegangen, komischerweise. Durch die Schredder dazwischen. Das ja, jetzt der grüne, war. Genau. Genau. Da habe ich neu gedacht, okay, das läuft ja halt, aber ich denke, das liegt an den Dingen. Denn entweder lassen wir denn nur ihn stehen, dass die anderen da dran vorbeikommen,
Ja, wir lassen nur einen stehen. Dann haben die außen einen schönen Weg. Und dann ist es gut. Ja. Bisschen reparieren, bisschen fein anklopfen. Mann, ich hab so viel Kram in der Tasche. Ich leg Ich das alles auch. gleich auf. Also ich wollte gleich die Sachen, die ich hier drin habe, gleich nutzen und damit die neuen, also die wieder aufbauen. Aber ich krieg das immer nicht alles ins Inventar gerade. Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen was loswerden. Die Bücher haben wir wieder eingesammelt. So, jetzt sammle ich den Ramsch hier ein. Und jetzt müsste ich den doch bauen können, ne? Ja. So rum steht er, so rum steht er. Zack, zack. So. Den können wir bestimmt gleich upgraden. Was brauche ich noch? Filzbrocken. Okay. Die haben wir doch. Naja, Geht. warum's? Beete müssen wir nochmal, glaube ich, machen, wa? Oder, nee, die stehen noch, wa? So, meine standen noch, deine sind wieder alle, also ein Teil von meinen standen noch, Hm. der Rest war dann irgendwie weg. Lass mal gucken hier. So, was fehlt jetzt noch? Der Forschungstisch. Der Forschungstisch. Da ist er schon. Schön. Aber die Forschung ist ja dann, bleibt trotzdem, ne? Ich So. glaube, ja. Das wäre jetzt ein Ein Ei. Ei. Wieder fangen die von vorne an. Ne, seht ihr das? So, eine Kiste fehlt uns auch noch. Ja, ich weiß, dass es das voll ist. Kiste. Kiste. Bauen. Kann ich eigentlich noch eine bauen? Mehrere. Kisten können wir ja nie noch haben. Achso, nee, da kommen ja auch noch zwei Tische hin. Ich will den scheiß Sack hier nicht aufheben. Zeig was auf dem. Ich habe immer zu volles Ich hab noch Inventar. Platz. Ist nur ein so ein Ding, der Schön liegt im frei hier Weg. vorne. Komm her. Heb mal den Sack auf. Für meine Kiste. Dann gucken wir Noch so mal. viel Krempel rum. Upgraden. Zack. Jetzt brauche ich noch so ein bearbeitetes Leder-Scheiß-Ding hier. Das haben wir da auch. So, dann ist die auch da. Ja. Dann kann ich jetzt hier die scheiß Bücher. Zack, 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 zack. Katzenphysik. Warum haben es da wirklich noch zwei Wände stehen? Das sind noch eine. Super. Oh, Oh, hier die brauche liegt ich viel vielleicht Krempel noch. rum. Naja, aber einfach spannend. Ey. Das Ja. war spannend. Und Auf man alle hatte Fälle. eben zu jeder Zeit noch das Gefühl, dass man das irgendwie schaffen kann. Das war knapp, also. Normalerweise bist du da derjenige, wenn die Treppe weg ist, sagst du immer, ey, können wir aufhören. Weil in der Nacht, ich weiß nicht, welche war denn unser Erzfeind? Hier, die 22. Da, als die Treppe 21. weg war, ich glaube, die 22, da hast du gesagt, können wir ausmachen. Als ich noch weitermachen wollte. Und du hast gesagt, da ist nichts mehr zu retten. Und dann wollte ich es aber nochmal wissen, habe meine Kiste nochmal eingesammelt und hast du dreimal gesagt, ausmachen. Und dann habe ich ganz klein mich auf den Boden in Fötusstellung gelegt und ausgemacht. Deshalb habe ich auch gleich gestern, wo ist dann, wann war das, in der Folge gesagt, nee, können wir sein lassen. Ah. Aber ging ja. Also, es war jetzt eben bloß die Frage. Also, wir haben ja danach eine Runde geguckt und haben dann eben doch gesehen, dass es nicht so viel verloren ging. Also, war das schön. Kriegen wir irgendwie hin. Hüfchen, so. Jetzt ein bisschen viel Repariererei und ein bisschen ja rum, darum, darum, alles aufbauen, aber egal. Das Gute ist ja, dass man zu 90% das Material ja wieder zurück hat. Dass man jetzt nicht stundenlang farmen gehen muss, sondern eigentlich hat man ja alles, was man vorher hatte, fast identisch wieder in der Tasche. Zum Ja. Aufbauen, also. Und die paar Kleinigkeiten, die fehlen. Die haben wir, sollten wir ja da haben. So, jetzt ist nur die Frage, was stand da hinten in der Ecke für ein Tisch? Hinten links, na, der mit Stein, Holz und Dingsherstellung. Warte mal, wie heißt der? Der nicht, der nicht. Nee.
Schauen wir. Maschinentisch. Ich brauche ein elektronisches Gerät. Gerät. Ich stelle mal unsere Treppen ran. Ist ja die Frage, ob wir die Treppe, die kaputt gegangen ist, ob wir da irgendwas dazu bauen. Ach so. Also, dass die nicht nur eine Treppe haben, sondern mehr. Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht. Der geht nur in eine Stufe, war, den kann man nicht upgraden. Ah, so. Das war so kaputt. Nee. Doch. Wer ist kaputt? Wir hatten doch hier vorne vier Schnitzelfallen, oder? Nur drei. Wo denn? Hier vorne? Die waren noch hier. Hier waren drei. Das waren die drei, mehr haben wir nicht. Und das ist hier eh zu der, viel. Aber der Schredder steht so weit rüber. Nee, nee, der Schredder stand direkt an der Foundation. Nein. Also hier war jedenfalls, das hier war nicht mehr da. Hier war ja eine Treppe, also hier war ja, hier waren ja überall Treppen dran. Okay. Aber so, ringsrum Treppe. Als wenn der Schredder nicht so vor euch standen hat. Da steht er ja nicht, Schatzi. Treppe. Hier, so ein Dreieckstreppending. Steht dann hier. Wisst ihr? Wisst ihr? Hier oben ist ja nicht gewesen, was wir heile, heile machen müssen, wa? Ich hab schon so weit durchrepariert. Dann kümmere ich mich schon mal um die Ballisten. Ja, in der Tankstelle. Ja, ja. In der Krankenhausdach. Und. Was wollten wir noch? Seil, Fallenmaschine. Und ich baue uns mal das Ding schön her. Das mit dem Rüberspringen und so. Ja, und hier, das ist zweitrangig. Als erstes bitte hier wieder zumachen. Das kannst du immer schön. Sonst. So Krankenhaus. Ich kann schön machen. Zumachen. Ja, du kannst schön zumachen. Mhm. Türen hinter dir verschließen. Erstmal die Treppen. Komplett fertig. Haben wir noch Fallenmaschinen gehabt? Nee, war. Aber hier ran sind wir in der letzten Nacht, ne? Kilometer. Meine Fresse. Ja, voll geil. Ja, das war mal wieder eine ganz andere Nacht. Finde ich nicht schlimm. Also, wir haben uns da auch, also erstmal ist es so und so ein Spiel und da hat man sich ja nichts vorzuwerfen. Entweder klappt mal was oder klappt mal nicht. Das ist ja jetzt nicht dramatisch, aber ich finde das so und so. Erstmal kann man, können wir eigentlich stolz auf uns sein, dass wir erst über 20, über Welle 20 die Probleme so ein bisschen haben. Sind ja nicht wirklich Probleme, sondern wir kriegen es ja eigentlich immer denn behoben bis jetzt. Also es kann auch nochmal anders werden. In Mal mussten wir jetzt neu spielen. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht so das Problem. Also ich sehe das auch nicht als Problem an. Das ist eben so. Egal. So, Treppe stimmt. Repariert. Wie reparieren machen wir denn danach nochmal, wenn wir soweit alt wieder hingestellt haben? Genau. Da muss ja keiner mehr zu gucken. Dann baue ich mal hier die Wände zu. Mal gucken, ob ich dafür ein bisschen mit in der Tasche habe. Ich würde das eh gucken. Wo soll ich jetzt? Also auf Tankstelle, da musst du erstmal eine Treppe bauen. Da komme ich jetzt gerade. Kannst du da über Prömpelding laufen? Ja. Also oben. Und dann stelle ich nach oben eher hin, ne? Prömpelding. Ah, das wird nachher nochmal anders. Oh, die Stromdinger sind da an. Egal. Sollt ihr noch hinkommen? So. Jetzt auch schon wieder Brutzelalarm. Hier ist eben Windrad nicht an. Nicht verkabelt. Ah, das ist so ein bisschen schräg.
Stelle ich die Balliste jetzt direkt neben Mörser oder soll ich sie lieber auf der anderen Seite stellen, falls von der anderen Seite welche kommen? Ja, hier ist auch nicht. Also Lot können wir ja nochmal eine hinstellen. Ich stelle sie jetzt erstmal neben Mörser, weil sich ja, ja doch rechts, viel mehr vorne abstellt. Von dir aus gesehen, ja, ist nicht rechts oder links. Ja, wo ich da, nee, tja, nee, nicht bleib auf die hier. Ecke. Nee, bleib ja, hier. Das ist ja weit genug. Und außerdem, die dreht sich ja auch. Und wenn, wenn in der Nacht es nochmal ein bisschen enger wird, dann stellen wir eben rechts unter die neu gebaute Treppe hier neben die Windräder nochmal inne, die nach hinten guckt. Also nach rechts rüber guckt. So, ich kann die nicht so dicht daran stellen, weil der rechnet mit ein, wie der Mörser sich dreht mit dem Schnorchel. Okay. Deshalb muss ich so weiter. Im Schnorchel? Na, der hat doch vorne so einen Schnorchel dran. Ja, genau. Ah, mit dem Schnorchel. So, dann können wir die ja gleich mal. Vielleicht bauen wir das hier auch mit der Mauer zu. Blöd, weil das immer. Wir brauchen nach jeder Nacht die Mauer nur. Nee, nur in der Nacht, wo der Große kommt. Ja, okay, jede zweite Nacht. Deswegen macht er wahrscheinlich auch keinen Sinn, da irgendwelche Stacheldinger vorzustellen. Oder? Zur Not können wir das ja machen, aber das für den Großen sind die Stacheldinger ja nur Zahnstocher wahrscheinlich. Ach, das interessiert ihn bestimmt nicht. Achso, was wollte ich machen? Motor und Stecker. So. Dann gucke ich mal, ob ich nochmal die Beete sehen kann, weil wir brauchen ja noch 4 Äste. Ah, wo haben wir die Kram? 7. Wie haben wir denn? 1, 4, 9. 9. Passt so. Sehr gut. Dann sehe ich mal die Beete, dann haben wir nachher Äste, weil wir brauchen viele Ballisten. Obwohl, nee. Die Ballistenbolzen sind ja Holz. Da brauchst du keine Äste. Nee, das stimmt. Hm. Ah ja. Denke oh mal. Nein. Alter, ich bin. Ich honk. Jetzt musst du mir hier eine Treppe mal ranbauen, dass die so ist, dass sie nicht bis nach oben reicht. Sonst muss ich jetzt noch dreimal den Weg außen rum laufen. Ich sähe und nach dem Säen brauche ich eine Treppe. Ja, dann haben wir zu. Das ist gut. Ballisten, oh ja, sind wir ja schon wieder auf dem Stand eigentlich. Eigentlich schon. Schredder, kann man nochmal ein paar Äste und Eisen holen gehen und Kupfer. Vielleicht ja. Irgendwo. Na, ja, gucken wir mal. Das kriegen wir schon hin. Naja, dann baue ich nochmal dieses Sprungding um. Als letztes. So, jetzt baue ich dir deine Treppe. Oh, halt gar nicht für eine Treppe in der Tasche. Bestimmt. Hier die Treppe. Ja. So halbwegs wie letztes Mal, wa? So. Ja. Könnte man eigentlich auch aus Stein, aus Eisen machen. Die war aus Eisen. Hm? Nee, die war nur Stein. War die nur aus Holz? Nee, wir hatten die doch schon auf Stein. Ja, dann machen wir sie fertig. Dann. Ja. Warte. Oh. Echt? Kommt so halbwegs hin, ne? So. Noch so viel Upgrade-Kram in der Tasche, ich weiß ja nicht warum. Irgendwas ist hier noch nicht upgraded. Okay. Ja, hängen wir die Balliste. Oh, hier lädt was nicht. Ja, ich hab doch gesagt, da ist eh ein Windrad noch nicht an. Recht, ganz links in der Treppe drin. Ganz links in der Treppe drin, ein Windrad. Da ist eins in der Treppe, wird nicht leuchtet. Direkt in der Treppe. Ist ja nur eins. Ah, okay.
Doch, das aber an. Ach so, okay, leuchtet bei mir nicht. Na, schon öfter. Ist jetzt bloß. Nee, das brauche ich eh nochmal neu. Zwei Batterien sollten reichen eigentlich, wa? Für Ja, die na klar. Balliste. Also nee, die Balliste schießt ja auf alles, ne? Also die Nee. klemmen wir ja auf. Ach so, die Balliste, ja, ich war beim Mörser gerade. Also die muss ja nicht zwingend auf die Kleinen, weil sonst geht sie auf die Kleinen und lässt die Großen außer Acht. Ich würde die erstmal probieren, nur auf Groß und ganz Groß machen. Nee, dann müssen wir Und den den. Mörser leer machen. Also, Wieso? dann Der bauen wir soll ja hier auf eine Riese. Kiste. Ja, wir haben jetzt keine Riesen in der nächsten. Ach so, okay. Also, so. Da kommt Mörser-Muni drin und keine Ahnung, alles andere. Was wir hier denn nochmal brauchen. Ich hab kein Eisen. Hast du noch eine Eisenbahn? In der Tasche? Nee, Zufällig? ich hab grad Ballistenbolzen gemacht. Okay, mit Strom. Das wird, ja, warum müssen die so verbogen? Wir haben bloß noch zwei Batterien, warum? So, da war die ganze Zeit an, aber so viel zieht ihr doch gar nicht, oder? Ist doch noch Zeit, die können wir den ganzen Tag machen. Hast du noch viel Sprit in der Tasche? 300. Dann mach mal bitte. Was lässt denn du hier immer für Kökel fallen, wenn du hin und her rennst? Du bist beim Laufen irgendwie, ja. Modder unter der Beine. Kannst du mal 150 oder so in den Kompressor machen? Na klar. Also in den, nicht Kompressor, in den. Ja. Dann pushen wir, weil jetzt sind noch 4 Stück, die aufgeladen werden müssen. Ja, das wäre auch so, ja. Die brauchen nicht lange. Schon wieder Tag, oder? Die nerven. So, und dann musst du gucken, wie du den gibst. Wir haben nichts zu essen mehr. Nee? Nee. Weil der Ofen ja nicht da war. Muss erstmal was kochen. Ich jetzt mal die Balliste an, ha? Ja, und dann musst du gucken. Ich bin der Meinung, nachdem ich die Folge angeguckt habe, dass auf dem Catwalk 3 Fallen nicht gingen. Und dass die auch nicht geleuchtet haben. Das musst du mal gucken. Kann und, weil jetzt ist es auch wieder so, also jetzt ist ja so kein Strom an, aber die müssten ja noch eine gewisse Aufladung haben. Weil die anderen haben die ja auch noch, die da stehen. Und ich glaube, 3 oder so, die drehen sich immer nicht. Und die haben sich in der Nacht auch nicht gedreht. Kochen schnell. Ich gehe mal den Strom prüfen, was da ist. Mit Wandlung, die Schnitzel fallen und. Und das Pieksding. Das Stachelding, ne? Ja, jetzt habe ich in der Nacht auch gesehen. Die haben die 200 Dinger rausgebraten und den Ort war vorbei. Die haben auch, glaube ich, nicht geleuchtet. Aber das heißt ja manchmal nicht bei uns. Ach, Mutti. Mutchen, komm. 6. Balliste lieber auf den hinten, auf dem Krankenhaus, auf dem Catwalk oder zwischen Balliste und Minigun? Ja. Ach, Entschuldigung, ich dachte, du bist einer von denen. Das war wirklich versehen. Weil ich hab die nur. Ibims. Hallo, Ibims. Scheiße. Zwischen Minigun und Dings oder da? Ja, ja, ja. Dazwischen. Nicht auf den Weg lieber. Nee. Okay. Warum stirbt Mutti eigentlich nicht? Weiß nicht. Ist ein zähe Mutti. Achso, ich habe ja nicht geguckt, ob ich jetzt überhaupt alles bei habe. Habe ich natürlich nicht. Was noch cool wäre eigentlich, wenn, ja? Wenn wir hier als erstes, wo der Stachelboden ist, wo bist denn? Da. Wenn wir hier nochmal eine Schnitzelfalle hinstellen. Ich glaube nicht. Hier.
Wir haben doch jetzt hier noch Schnitzler überall. Die töten doch schön. Das wird jetzt und so, wird das entspannt in der nächsten Nacht. Aber ich bin der Meinung, du musst den zweiten Schredder auch wegnehmen. Ich glaube, Die sind angeschlossen. Die wollen da nicht lang. Oder nicht? Okay, guck mal. Meinst du? Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich weiß nicht, das sieht mir so aus, als ob die da nicht durchkommen. Trotzdem nicht. Oder die würden durchkommen, aber vielleicht denken die, da ist Schluss. Dann setz lieber einen Schredder. Ach nee, ich würde als Schredder, weiß ich nicht. Dahin, wo oben die Piekse, die Streichholzdinger sind. Eins. Okay. Den Schredder weg und den. Den und den und den. Na nicht, können wir da noch freilassen. Dann können wir auch besser laufen. Da stand ja vorher unten außer das Sprungbrett. Dann lieber hier oben weiter. Gut, dann können wir hier wenigstens noch irgendwas hinstellen, was die ein bisschen schädigt. Doch, bauen wir. Ja, geh da hoch. Schredder hin, meinst du? Gucken wir mal. Also. Abreißen. Erstmal. Ah, oh, endlich kommen diese scheiß Stifte weg. Weg. Und weg. Kommt die eh nie gemocht. Ja, unten bleiben sie auch stehen. So. Nicht abreißen, sondern. Kommt kein Eisenplättchen mehr. Ah ja. Aber dann baue ich die schön weit auseinander. Das sollte wohl hinhauen. Ich denk nicht. Na gut. Das werden wir dann sehen, ob die umdrehen, ne? Na, umdrehen nicht, die gehen einfach nicht weiter und klopfen auf die Treppen. So, jetzt haben wir Mörsermuni, haben wir ihn noch. Die brauchen wir jetzt eh nicht. Ballisten haben wir auch genug. Hä? Haben wir. Die Schredder sind dran. Die Fallen geschlossen. Gut. Gut. Dann sind wir so weit durch. Aber hier vorne wollen wir nicht wenigstens Stachelbohnen hinstellen? Ja, können wir machen. Oder ein Schnetzler ist für uns doof. Stachelbohnen ist gut. Dann legt den hier noch mit rum. Kriegt den noch aufgewertet. Jo. Dann knipper ich den an und dann haben wir's. Da und den dahin. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Was wolltest du mit dem Sprungbrett jetzt noch machen? Ich setze das alle tiefer, weil macht er. Also wir kommen ja von hier, also vom Gebäude, da nicht rauf. Und ich wollte ja, wenn es mal eng wird, dass wir darüber springen können
schnell rübergehen und uns dann, heißt einfach nur ein Gaudi, und uns einfach dann zurückkatapultieren lassen. Aber wir Jetzt kommen doch bräuchte da von hier oben. darauf. Ja, aber nicht, wenn es an ist. So meinst du, alles klar. Genau, das schließt uns ja dann immer wieder zurück und so können wir ein bisschen tiefer und weiter rüberspringen. Über das Sprungbrett hinweg. Naja, ist einfach ein Gaudi. Genau, ich hab das noch. Also, wir haben ja. Wer. Ich weiß nicht genau, wer das geschrieben hat, der sagte, ihr habt echt viel Zeit, wenn ihr euch um so eine Sachen Gedanken machen könnt. Aber, ja, haben wir. Dann wurde es ein bisschen kaputtiger. War nicht so schlimm. So. Nachladen. So schön, Ballisten sind jetzt hier gefüllt mit upgradeten Bolzen. Cool. Minigun brauchen wir in der nächsten Nacht ja eigentlich nicht. Aber da ist auch noch Muni drin. Hoppala. Und ja. Hast du geguckt, was mit den Fallen war da unten? Ja, habe ich angeschlossen. Okay. Also. Kannst du ja mal gucken. Ich schließe, ich mach mal Strom an, warte mal. Ob sie alle leuchten? Kannst du sehen? Nee. Warte. Die leuchtet. Ja, jetzt leuchten sie alle. Okay. Mhm. Dann mach ich wieder aus. Okay. Dann gucke ich so, noch, was die denn mit dem Balliste hier ist angeschlossen. Noch? 300. 300. Ja. So, Mensch, wir sind schon wieder so weit über der Zeit. Wir machen jetzt hier Schluss. Das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, was du da schön baust, wie du das tiefer baust. Ja. Jetzt müsstest du das abhacken, wo du drauf stehst. Oh, und den sterben, Merkwitz. Schade. Okay. Ja, gut. Schön, dass er wieder dabei war. Ich denke mal, jetzt haben wir alles wieder so weit hinbekommen, dass wir in die nächste Nacht starten können. Kommen ja keine Riesen, die uns unser Tor und unser Hab und Gut kaputt machen wollen. Von daher. Drückt uns die Daumen. Ja. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.